Hey Leute, ich bin's Fritz vom Kanal End of the Comfort Zone. Wir sind wieder im Bushcraft Camp und wollen ein bisschen weiter dran arbeiten. Ihr habt euch ja schon drauf gefreut und immer gefragt, wann es weitergeht. Jetzt ist es soweit und ich würde sagen, legen wir los. Ja, wir sind gestern Abend im Dunkeln gekommen, da habe ich jetzt nicht groß gefilmt, es hat auch geregnet, heute Nacht hat es auch ordentlich geregnet, ihr seht es im Hintergrund, wir haben uns mit einer 4x5 Meter Plane einen kleinen Shelter aufgebaut mit so Dreibeinen und Querverstrebungen, sind gerade dabei, das Ganze noch ein bisschen auszubessern, weil sich heute Nacht so ein bisschen Wasser drin gesammelt hat und dann ja an der Seite runtergetropft ist und Bommel doch ein bisschen nass wurde, deswegen ja, pimpen wir das Ganze gerade noch ein bisschen, machen es noch ein bisschen schicker. Und das wird wahrscheinlich auch so der Shelter für dieses Wochenende sein. Und dann ja, müssen wir mal gucken, was wir so alles an kleinen Projekten machen werden. Haben da so ein paar Ideen. Ich werde noch nichts verraten. Also schauen wir einfach mal. Definitiv, ja. Ich würde das ein bisschen rund machen, oder? Zack, Messer losgelassen. Oh, schön vorne. Das ist aber die Aufnahme, ja? Steckt es. Wenn du so die Spitze des Messers so schön dezent in die Spitze reingleitet. Da drüben. Spannung ist da, wie man sieht. Wer war für die Konstruktion zuständig? Ach, weiß ich jetzt nicht so direkt. Das ist doch hier ganz große Kacke. Das machen wir ganz einfach. Ja, noch ein bisschen rumgetüdelt und dann fällt uns das Scheißding auf den Kopf. Nee, das wird ja einfach so. Hä, das ist doch real. Das liegt doch aber auch von der. Passt doch, wackelt, hat Luft, Bob der Baumeister und so. Rutscht einen halben Meter und dann ist gut. Richtig! Ja, die Leute, die jetzt hier zum ersten Mal reinschalten und vielleicht vom Camp noch gar nichts gesehen haben, ich fange einfach mal an, ein bisschen was zu zeigen. Wir haben hier einen kleinen Shelter gebaut, letztes Mal für Feuerholz. Ein bisschen trockenes Feuerholz haben, ist jetzt gerade nichts mehr drin. Dann haben wir hier einen schönen Arbeitsblock, der wirklich richtig tief drin ist. Also ich glaube einen halben Meter oder so haben wir den versenkt, das war eine ordentliche Arbeit, aber da können wir schön Holz hacken. Dann hatten wir hier hinten mal so eine kleine Wand, Reflektorwand, Windschutz. Die ist gerade ein bisschen zerlegt, die werden wir nochmal aufbauen. Hier haben wir unseren schönen Ofen, unseren Erdofen, der auch ordentlich Luft zieht. Hier hinten haben wir ein Rohr drin, mit einem Gitter noch drauf zum Kochen. Das ist gerade unser aktueller Shelter und ja, das war es auch soweit bisher. Das ist hier Max. Ja, schauen wir mal, was wir noch so schönes bauen werden. Was auf jeden Fall halt noch fehlt, sind ein paar schöne Sitzgelegenheiten. Haben wir hier ein paar Flöcke, die wir uns basteln werden. Ein kleiner Tisch wäre auch nicht schlecht, weil irgendwie überall alles rumhängt. Oder so ein kleiner Kleiderbügel. Halt irgendwie Sachen, wo man Sachen anhängen kann, wie hier. Haben wir gestern schon ein bisschen gebastelt, einfach ganz simpel hier eingewirkt und dann
ja, einen Mastwurf durch, ein kleines Stöckchen und schon hast du ein Mini-Regal. Und ich habe gerade schon wieder den Hering rausgerissen. Oh, ey. Dritte Mal. Ja, ist doch scheiße, das ist viel zu... Jetzt ist wieder fest. Mein Arm fällt gleich ab. Aber es hat nicht den Geschmack davon, oder? Nee. Das riecht richtig nach schöner, ungewaschener Scheide. Ja, aber also... Mit ja, aber fängt schon mal kein Satz an. Rechts, links liegt mein Löffel. Ein bisschen Knast auch nicht. Hä? Ja, ein bisschen Hunger. Ohne Mann, kein Kampf. Oh nee. Das Kalzium kannst du da direkt ab im Mund mit. Was ist denn eine Garolette eigentlich? Ich glaube, das Brot braucht noch. Ich glaube, das Brot braucht noch. Das braucht noch mal ein bisschen Hitze. Ich muss jetzt schon mal so ein Ding essen hier. Boah, Alter. Der Rauch ist ja richtig Hölle. Oh, voll in the nose, Alter. Boah. Kannst du umfesseln? Das ist scheiße so, ne? Ja, so ist erstmal scheiße drin. Kennst du? Ja, ja, schon fast im Ohr. Willst du da die Dicken noch drauf einfach oben? Ich bin halt richtig feucht. Leg mal die Kacke in die Schachtel noch mit drin. Pizza! Hol mal in so ein Ding raus. Oh, der Moment, wenn du Rauch im Auge hast. Oh. So, jetzt lass Fred hier, oder? Ist der öffnet? Ja. Ey, wir brauchen auf jeden Fall fucking Tisch und irgendwie Sitzgelegenheiten. Aber der Tisch wäre wahrscheinlich auch die ganze Zeit immer voll, ne? Na, ist doch ja, dann müssen wir noch einen Tisch bauen. Na, guten. Na, dann guten Appetit. Ja. Wie war das BPP, ne? BPP, lass Fred, olé. Das Frühstück für Männer. Oh, geil. Ah. Mit einem Platzlevel kommt er hier an, ich glaube. Einfach nur geil.
einfach nur richtig geil. Ich würde mal sagen, alles was du machst, wa? Wenn ich überlege, sind es so viel Stand 5 Minuten Tarino oder so. Oh, geil. Nice. Ja, jetzt pflanzt gerade mir auch nicht an. Oh! Eigentlich ist auch mal.